herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Vielen Dank. Ja, ich habe heute einen DM-Haul für euch. Ich habe seine Überschrift gelesen, brauche ich gar nicht mehr sagen. Ich war nämlich bei DM und es ist einiges geworden. Also ich habe hier eine Riesentasche neben mir stehen und ich dachte mir, da lohnt es sich jetzt eigentlich mal wieder einen Haul zu drehen. Weil in letzter Zeit habe ich immer alles so einzeln geholt. Immer schneller nach Hause, wie vom Kindergarten. Und ja, jetzt aber ein bisschen mehr. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt mal, was ich da gekauft habe. Ich fange an mit schnöden Wattepads. Ich kaufe immer von Ebelin diese Wattepads, da sind 140 Stück drin. Das reicht natürlich eine Zeit lang, die sind super günstig und ich finde die auch wirklich gut. Die fusseln nämlich nicht und die reißen auch nicht. Also Wattepads, da hatte ich schon, gibt ja welche, die fuseln dann so und reißen auf und das finde ich ganz schrecklich. Und die sind super, die halten. Ich kaufe mir immer die. Dann habe ich gekauft Vitamin C. Ich nehme Vitamin C und Zink. Da sind 1000 Milligramm drin, das finde ich schon relativ hoch und ja, was da, Vitamin D ist auch mit drin. Ja, ist super für die Abwehrkräfte und für das Immunsystem. Also wie gesagt, ich nehme halt einfach zusätzlich Zink und Vitamin C und war jetzt toi 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 wirklich lang nicht mehr erkältet. Also ich denke, das bringt dann trotz alledem was. Also natürlich muss man auf eine ausgewogene Ernährung achten, aber ich werf es mir einfach zusätzlich ein und ich rede mir einfach ein, es bringt was und ich glaube, es bringt tatsächlich was. Dann habe ich Magnesium gekauft, das sind jetzt 600 Milligramm. Ich brauche einfach wirklich viel Magnesium hochdosiert, ich mache ja sehr, sehr viel Sport und ich habe wirklich sehr oft nachts Muskelkrämpfe, muss ich sagen, was mich extrem stört, weil ich nachts ständig aufwache mit Muskelkrämpfen und ich nehme aber schon Magnesium, jetzt probiere ich es mal mit noch höher dosiert. Ich habe bisher immer 500 Milligramm genommen, jetzt nehme ich 600, mehr gibt es auch irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen und ich hoffe, dass dann die nächtlichen Muskelkrämpfe ein Ende haben. So, ich habe auch ganz viel Haushaltskram gekauft, den ich euch jetzt zeige. Ich habe Gefrierbeutel gekauft. Ich finde die auch super fürs, ist ja auch, also zum Einfrieren von Lebensmitteln. Aber man kann die auch super fürs Flugzeug benutzen. Wenn ihr Flüssigkeiten im Handgepäck habt, dann packt die in so ein kleines Beutelchen. Dann passiert euch nichts. Dann habe ich gekauft feuchte Allzwecktücher. Ich finde, die kann man ja immer mal zwischendurch brauchen, wenn man schnell irgendwas aufwischen muss oder so. Limette Basilikum. Das ist eine limitierte Duftedition. Ich habe die auch noch nie gesehen. Also ich hatte bisher immer diese blauen. Das ist irgend so ein frischer Duft. Aber Limette Basilikum fand ich interessant, weshalb ich die gekauft habe. Dann habe ich mir Duschgel gekauft von Palmolive, eine Limited Edition Enjoy Little Moments. Das riecht sehr, sehr gut. Also es steht nicht drauf, nach was es riechen soll. Aber nachdem hier Rosen drauf sind, Kokos, also es ist ein sehr, sehr, ja, nicht wirklich blumiger Duft, schöner Duft. Also so, ja doch, schon eigentlich blumig. Ich bin ganz schlecht im Düfte beschreiben, aber es riecht sehr gut und da gibt es auch noch eine andere Sorte, irgendeine Orange, aber ich habe mich für das Rosane entschieden und das riecht wirklich sehr gut. Dann habe ich Handseife nachgekauft. Ich kaufe momentan nur von Nivea diese Creme Soft Handseife, weil ich die so, so gut finde. Ich habe immer sehr, sehr trockene Hände und keine Handseife pflegt so richtig und ich creme mir auch trotzdem eigentlich immer. Manchmal creme ich mir die Hände auch nicht ein. Ich vergesse es auch manchmal, wenn ich es besonders eilig habe, dann lasse ich es auch. Aber prinzipiell versuche ich das schon immer. Und die Seife pflegt aber auch schon. Also die pflegt wirklich richtig gut. Wenn ihr trockene Hände habt, probiert die mal aus. Die ist richtig, richtig toll. Dann habe ich Desinfektions-WC-Reinigungstücher gekauft von Sorgotan. Die kaufe ich auch immer, weil ich die sehr, sehr praktisch finde. Abends kurz über die Toilette wischen und die ist schön sauber. Verleiht natürlich ein gutes hygienisches Gefühl. Und es geht halt richtig schnell. Also ich kaufe die schon seit Jahren immer wieder nach. Dann brauchte ich einen neuen Essie Good To Go. Den habe ich mir nachgekauft. Ich brauchte dringend Nagellackentferner, der war leer, das war auch ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich mir noch ein Duschgel gekauft, das ist auch eine Limited Edition, also jetzt kommen diese ganzen Frühlings-Sommer-Limited Editions raus. Und zwar von Dove, das ist Summer Breeze. Nach was soll das riechen, steht auch nichts draus. Ach doch, mit dem Duft nach Apfel und schwarzer Johannisbeere. Also ich finde, das riecht auch sehr gut. Es hat einfach, der Duft hat mich angesprochen und ich mag, oh, das riecht wirklich gut. Und ich mag Dove wirklich sehr gerne. Die schwarze Johannisbeere riecht übrigens deutlich raus, finde ich. Ich mag Dove Duschgel generell sehr gerne, weil ich finde, dass die sehr gut pflegen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. So, dann, das zeige ich euch nicht. Das ist was für nur die Frau. Dann eine von Frosch, den Küchenhygienereiniger. Den liebe ich auch sehr. Den habe ich immer in meiner Küche, weil der, ja, antibakteriell arbeitet und oftmals, ich benutze mich sehr, sehr gerne, wenn ich zum Beispiel
irgendwie rohes Fleisch bearbeitet habe oder so, also gerade so Hühnchen, um meine Spüle sauber zu machen. Also dann hole ich wirklich gleich dieses Zeug raus, spüle das ein, lasse ein bisschen einwirken und wische drüber. Und ich weiß halt wirklich, eventuell die Bakterien sind wirklich weg. Also da habe ich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das kaufe ich auch ganz, ganz oft nach. Dann gibt es von Dove eine neue Bodylotion, auf die ich sehr neugierig bin und die mich angesprochen hat. Und zwar Belebendes Ritual, also dieser Ritualreiter mit Matcha- und Kirschblütenduft. So sieht die aus. Und das hat mich angesprochen, weil ich liebe Kirschblütenduft. Also ich liebe den Duft von Kirschblüten. Und es riecht auch sehr gut. Oh, ein toller Duft, ein richtig, richtig toller Duft. Ich hoffe, die zieht auch gut ein. Steht drauf für alle Hauttypen. Also wird es schon, denke ich, gut einziehen. Weil ich finde nichts schlimmer als Lotions, die nicht einziehen. Da bin ich wirklich sehr empfindlich. Aber bei Dove hatte ich da bisher noch keine Probleme. Und oh, das riecht sehr gut. Riecht am anderen, wenn ihr zu DM oder halt in die Drogerie kommt. Und dann noch von Denk mit, von DM, den Badreiniger. Den kaufe ich auch immer noch. Also ich sehe nicht einen teuren Badreiniger zu kaufen, weil ich finde, dass der genauso gut ist. Also ich kaufe den schon seit Jahren auch noch hier von DM. Der ist günstig und erledigt den Job. Und last but not least habe ich mir einen Haferriegel gekauft. Ich weiß nicht warum, der habe ich irgendwie angesprochen. Sein Haferbite Nuss Flapjack mit kernigen Haferflocken. Und ich dachte mir, das klingt doch eigentlich gesund. Und ich fand die Werte jetzt auch nicht so schlecht. Gut, es ist jede Menge Zucker drin. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ja, okay, es ist Honig drin, deswegen. Aber der hat mich einfach angelacht und deswegen durfte der noch mit. Und ja, das war mein DM heute. Ich muss die ganze Sache jetzt erstmal aufräumen gehen. Ja, jede Menge viel Haushaltskram, aber ja auch ein bisschen hier der Essi. Das ist eigentlich das einzige Spaßprodukt. Naja, gut, Duschgel und neue Bodylotion finde ich ist auch so ein Stück weit Spaßprodukt, weil das ist ja auch was Schönes, finde ich. So, das war's. Ich lasse euch jetzt gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben. So helft ihr meinem Kanal weiter. Und das ist natürlich für mich ein Feedback. Vielen herzlichen Dank. Wenn es das erste Video von mir ist, das ihr jetzt gesehen habt und ihr findet es ganz gut, dann klickt euch mal durch. Wenn es euch gefällt, klickt den Abo-Button. So verpasst ihr nichts mehr. Und diese Benachrichtigungsglocke da irgendwo da oben ist, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Herzlichen Dank auch hierfür. Und ja, wenn ihr wollt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich wirklich immer sehr, von euch zu lesen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, jetzt gibt es aber nichts mehr zu sagen, außer bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Macht's gut, vielleicht bis dahin. Tschüss!